Okay, Leute, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Abfahrt, neues Video von Chabo. Oh, mein kleines Croissant. Komm schon, arbeite dich vor, Junge. Das sieht aus wie Scheiße da unten. Geil. Ja, 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 jetzt geschafft. Oh. Oh. Er wirft einfach Scheiße auf sein Auto. Ich muss hier irgendwas kaputt machen. Das geht jetzt nicht weiter. Wir pausieren das Tuning kurz mal. Ich habe gute Hammer dabei, neu gekauft. Guck Digga. Mal, was ein Hammer. Jetzt was für eine Durchschlagskraft mit Spitz hier. Er macht Loch rein. Ach du, er hat einfach ein Loch reingemacht. Ist das eine gute Idee? Pass auf, da ist doch der Tank Seite. Oder so. Nicht, dass hier noch was explodiert. Ja, ja, da ist doch der Tank. Oh, oh shit. Krank, richtig krank. Weiter geht's. Wollen wir das hier auch noch anbauen? Ey, wisst ihr was? Jetzt mal Real Talk. Das vorne sieht schon gut aus. Aber hier hinten, gar kein Bock. Ist mir viel zu viel Arbeit. Wir gehen hier direkt rüber zu den Spoilern. Spoiler-Mäuler. Oh, vier Stück Spoiler an der Zahl. Gemacht, okay. Oh, zu mit dir. Bro, das wird jetzt echt schmackhaft. Bam. Weg mit dir. Ich bereite das jetzt erstmal alles vor. Ich mache diese roten Dinger ab. Das sind vier Stück, dauert ein bisschen. So, ich bin fertig mit den Teilen. Das alles habe ich hier auf den Fahrersitz getan, dass mich das nicht stört, weil ich muss die Spoiler jetzt anbringen. Aber ich habe hier noch was entdeckt. Ich habe mich gefragt, für was das ist. Klar. Das ist Antenne. Eine Antenne, die viel, viel kleiner ist als meine. Moment, ich muss kurz hier aufs Auto. Oh, deswegen müssen wir erstmal hier diese Antenne hier wegkicken. Boah, ist die stabil, Junge. Das ist ja eine stabile Antenne. Boah, man kann die einfach ab... Ach so. Bruder, man kann die einfach das ab... Das Croissant ist stabil. Aha. Ich würde gerne das hier abmachen. Guck mal aber auch krass an, was Chabo alles denkt. Er hat hier die Spiegelung. Er hat hier einfach die Spiegelung Ding unscharf gemacht, damit man sein Gesicht nicht sieht. Moment. Er ist richtig was auf. Was ist denn da? Schlau. Was sind denn da meine dreckigen Augen? Komm mal her, du dreckiger Hammer. Komm schon. Geh ab, du dreckige Scheiße. So geht das nicht ab, Junge. Geh doch jetzt ab. Ach du Scheiße, Digga. Er nimmt dem Wagen schon wieder so die Ehre, ne? Er nimmt dem Wagen geht schon doch. Wieder so die Ehre. Na, erstmal Kabel wegmachen hier. So. Perfekt. Alter, das wäre so lustig, wenn er da oben Schlamm reingesteckt hätte. Sieht doch schon viel besser aus, oder? Okay, jetzt Spoiler. Wo sind die Spoiler? Ich muss kurz runter hier. Wow, der soll mal Schlamm in den Auspuff reinstecken und dann Gas geben. Dann schießt doch der Schlamm hinten raus. Die Spoiler kleben an meinem scheiß Bein. Boah, ich habe auch kranke Ideen, ne? Ich bin irgendwie ich bin voll der Gestörte. Aber die werden wir jetzt auch hier schön anbringen. Dafür muss ich aber erstmal runter. Okay, wir müssen jetzt ganz genau überlegen, wohin mit dem Dreck. Glaubst ich habe mir gedacht, einer hierhin, einer keine hierhin. Ahnung, so. Für die maximale Leistung und einer hierhin, oder? Das manchmal ist es sogar besser, sich nicht zu zeigen auf YouTube. Also ich habe das Gefühl, Leute, die sich nicht zeigen, haben irgendwie voll den mehr Hype als Leute, die sich zeigen, weil Leute dann wissen wollen, wer dahinter steckt. Versteht ihr, wie ich meine? Sieht, Alter! Okay. Sieht krass aus. Wo sind der andere? Da ist doch einer. Hier ist noch einer. Und einen... Wir machen Doppeldecker. Oh, shit. Oh, mein Gott. Was habe ich gesagt? Habe ich gesagt, neues Level oder habe ich gesagt, neues Level? Bruder, heftig. So. Ab hier geht's los. Boah, er macht Rallye-Streifen. Über das Ganze. Drecks. Sind das nicht von BMW M? Von M-Power, diese Farben? Auto. Er macht einfach diese BMW-Streifen aufs Auto. Oh, ganz sauber hier dran kleben. Ganz sauber. Boah, shit. Gar keine Luftblasen, Bro. Hä? Bro, wieso ist das so kurz? Ich dachte, das geht übers ganze Auto. Was ist das? Voll verarscht. Die haben mich voll verarscht. Scheiße, das geht natürlich nicht. Ha, ist ja kacke. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz wieder hier... Ach du Scheiße. Entweder habe ich da was falsch verstanden oder wurde komplett übers Ohr gehauen. Was ist denn los? Dann machen wir das halt hier. Okay. Bro, der Wagen sitzt so ab. Ja. Spoiler müssen wir kurz abmachen. Abgeranzt runterkleben, aus. Bam. Holy shit. Der Wagen sieht so fertig aus. Jetzt kommt die Creme ach de la Creme. Scheiße. Original M Emblem. Hä, wisst ihr, was ich gerade sehe? Er hat doch da den Hammer in die Tür reingehauen und die Scheibe ist doch gerade unten. Hat er da jetzt nicht die Scheibe dann kaputt gemacht, wenn das in der Tür drin ist? Citroën Croissant 2M. Der 2M. Nein. Citroën Croissant Doppel-M. Einfach Doppel-M. Das heißt keine 450 PS, sondern 900 PS. Allein durch diese zwei Dinger hier. Was war da noch? Das war noch. Geil, das war noch. Wo ist das, hä? Hey, wo sind diese Performance-Zeichen?
Hey, Performance. Da piepst er wieder. Wo sind denn diese Performance-Dinger, Junge? Moin, das war doch das Wichtigste, Junge, wo ist das? Ah, da. Ey, hör jetzt auf zu piepsen. Was hast du denn für ein Problem, Alter? Licht ist doch aus. Reiß einfach ab. Scheiß auf dich. Reiß einfach das Ding ab, Chapo. Scheiß auf dich. Performance. Boah, da hätte ich aber Angst, dass das Airbag aufgeht. Seid mal ehrlich, wenn man da so ein Ding reinknüppelt, ne? Performance. Damit auch jeder weiß, von was er hier überholt wurde. Fühlt sich Chavo nicht peinlich, wenn man mit so einem Auto rumfährt? Bro, man darf sich auch nicht immer zu ernst nehmen. Ich fände das auch voll lustig, mit so einer Kiste rumzupimmeln. Man muss doch nicht hier immer einen auf wild machen, so. Boah, da war... Ich habe einfach Scheiße gegessen. Fazit zu dem ganzen Scheiß hier. Ich bin mir sicher, dass die einen oder anderen jetzt kurz davor sind, alles auseinanderzunehmen in ihrer eigenen Wohnung, weil das einfach hier zu krass ist. Das Video auf der Toilette schauen, und ich hoffe, ihr schaut das Video auf Toilette, die sind schon längst in die Kloschüssel gefallen, in die eigene Scheiße. Bro, das ist ja hier, das ist ja... Der Wagen sieht so zugeschissen aus, dass ihr nicht mehr... Nein, ich habe gar keine Worte, ich finde keine Worte. Meine Erwartungen waren sehr, sehr hoch an dieses Dreckstuning, aber dass die so übertroffen werden, damit hätte ich nicht gerechnet. Bruder, damit hätte... ich nicht gerechnet. Wir müssen die Rotzmörder jetzt hier testen. Erstmal hier den Müll beseitigen. Einmal nochmal ganz schnell ums Fahrzeug gehen und gucken. Hey, Bro. Einmal noch ein Fahrzeug hin und ums Fahrzeug, ums Fahrzeug. Die Scheiße kann ich auch abmachen, Alter. Die fliegt mir sowieso ab. Egal. Junge, die 300 PS sind jetzt auch scheißegal. Okay, dann testen wir die Mörder jetzt mal. Test mal, der ist bestimmt jetzt viel schneller, Bro. Allein wegen der Hexboy. Rückwärtsgang. Meine Fresse! Boah, Bro, unkontrollierbar! Jetzt. 3000 PS, Bro. Zu viel Leistung. Ob das eine gute Idee war? Vielleicht waren das doch zwei Spoiler zu viel. Aber seid mir ehrlich, Leute, dachtet ihr auch damals als Kind so, als man so, keine Ahnung, erste Mal Need for Speed und so gespielt hat, dachtet, oh, was war das gerade für ein Voice-Crack, Alter, oh, cringe. Als man so erste Mal so Need for Speed gespielt hat, dachtet ihr auch immer, die Autos werden schneller, weil da so Heckspoiler und so dran ist. Kennt ihr das auch? Also, ich dachte wirklich früher immer, sobald da so, wenn der Wagen tiefer ist, dann ist er doch bestimmt schneller. So ein Heckspoiler, dann hat er doch, also ich dachte das früher so, so Spoiler dran, 500 PS mehr. Übertuned, Junge. Zu viel Tuning? Boah, der ist einfach Leistungsübersteigerung. Wow, ich hab ihn gefangen. Bro, die Reifen drehen einfach nur durch. Der hat zu viel PS. Reifen zu viel Drehmoment. What the fuck? Mal sehen, was er im fünften macht. Oh, Bro! Fünfte Gang ist besser als erste. WTF. Boah, Kickdown, Junge. Boah, das Lenkrad, wie gut liegt das bitte schön in der Hand? Ich würde auch so gern mal mit diese Feldwegebrettern, Alter. Chavo, lass mal zusammen ein Video machen. Ehrlich. LS Customs soll Chavo aufnehmen. LS Chavo. Da kommt doch wieder dieses Schlagloch, dieses dreckige Drecks. Ei! Oh, hier kommt viel Schlamm. Bra, Papa. Einfach nur schmackhaft. Wir haben uns hier übertroffen. Alle Videos, die wir vorher gedreht haben, machen jetzt keinen Sinn mehr. Wo ist der Hammer? Wo ist der Dreck? Digga hat gerade einfach random diesen Rückspiegel abgeschäppert, Alter. Brille ist einfach da. Random, so aus dem Nichts. Out of no. Bro, über. Einfach nur zu. Bro, übertreib doch nicht so aus dem Nichts. Der arme. Der arme Citroën hat dir noch nichts gemacht, Alter. Wir müssen den Auspuff jetzt hier abmachen, weil ich muss jetzt weiterfahren. Ich kann nicht auf die Straße, Alter, ist das heiß. Aber warte mal, den hat man noch gar nicht gehört, den Auspuff. Kuta-Messer, Fisch-Kuta-Messer. Wo ist Kuta-Messer? Junge, ist das für eine Unordnung hier drin. Ich werde niemals dieses dreckige Messer wiederfinden. Kuta-Messer. Hau einfach drauf. Hau einfach so lange drauf, bis es weg ist. Kuta-Messer verloren. Bruder, ich muss mich kurz beruhigen. Ich glaube, ich habe mein Cuttermesser verloren, aber ich muss die Scheiße hier abmachen. Wo habe ich das hin, Alter? Warte mal, Spiegel kann ich wieder dran machen, nicht, dass ihr wieder meckert. Betriebserlaubnis erloschen. Locker. Das kann doch nicht sein, das kann sich doch nicht hier in Luft auflösen. Kennt ihr das, wenn ihr was im Auto verloren habt? Ist vorbei, Digga. Das findet ihr nie wieder. Nee, eigentlich nicht. Kenn ich Scheiß nicht. Drauf. Ich zieh das Ding ab. Ich zieh den Lümmel jetzt da ab. Boah, ist der heiß. Nee, ey, eigentlich ist er gar nicht heiß. Der ist warm. Oh, schön angenehm. Komm schon. Boah, du dreckiger Dödel. Ich krieg das gleich so in die Phrase, Digga.
Ja, Digga, ist doch klar, dass das passiert. Oh mein Gott, das Auto peitscht. Junge, dieses Auto kann peitschen. Stehst du doch, Chabo. Machen wir erstmal das Kennzeichen hier frei, bevor wir wieder auf die öffentliche Straße fahren. Scheiß doch, der After drauf. Juckt mich jetzt nicht. Alles aufheben. Aber Cuttermesser ist verschwunden. Mysteriös. Aber Ehre, dass er seinen Müll nicht in der Wildnis liegen lässt. Mysteriös. Wild. Jo, Leute. Ehre. Wieder mal ein Wunder, dass wir es... Da liegt doch das Cuttermesser da, ja? ...hier durch diesen Park geschafft haben, überhaupt. Da unten. Ah, jo, dann verabschiede ich mich, wie immer, nicht von euch. Und wünsche euch auf gar keinen Fall eine... Splitter. Auf gar keinen Fall eine wunderdreckige gute Nacht und freut euch schon mal morgen auf den Schiss, den ihr haben werdet, denn morgen wird es genauso dreckig wie heute, wenn nicht dreckiger. Und einmal noch mit dem Hammer irgendwas kaputt machen. Einmal noch. Maschallah. Haut rein. Ja, wieder geiles Video.